Wie ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen habt, wird Toni Kroos seine Karriere nach dieser EM im eigenen Land beenden. Er ist wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Spieler, der bis jetzt noch aktiv spielt. Er hat es mit seinem Team 5-mal geschafft, die Champions League zu holen. Er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Außerdem wurde Toni Kroos 2018 Deutscher Fußballer des Jahres. Und das war noch lange nicht alles. Einige von euch werden sich bestimmt noch an Klein gegen Groß erinnern. Und ich habe mir passend zum Karriereende gedacht, ich werde versuchen, schneller als Toni Kroos die Treppen hochzulaufen. Wie ihr hier schon sehen könnt, es war alles andere als einfach. Aber bleibt jetzt dran, um das Ergebnis zu sehen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie schon erwähnt, habe ich heute vor, die Treppe so schnell wie möglich mit Ball rückwärts hochzulaufen. Ihr habt ja schon gesehen, wie Toni Kroos das Ganze gemacht hat. Und wir probieren, das Ganze einfach schneller zu machen als er. Ich nehme das Ganze hier einfach vorne im Kindergarten auf, aber außerhalb der Öffnungszeiten. Ey, es reicht. Die drehen jetzt komplett durch. Ich muss einfach warten, bis ich weitermachen kann. Okay, ich glaube, jetzt haben wir endlich Ruhe, jetzt können wir anfangen. Also hier ist die Treppe. Wir haben nur ein Problem. Wir haben hier nur 13 Treppenstufen. Hier oben endet das Ganze. Und hier wäre es zu weit, um weiterzumachen. Aber dann hätte ich gesagt, schauen wir, wer nach 13 Sekunden schneller war, Toni Kroos oder ich. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, wer schneller sein wird. Also Freunde, ich hätte gesagt, lasst uns anfangen. Die Treppe ist schon echt sehr schmal, aber das sollten wir hinbekommen. Die Technik ist immer mit einem Bein hochspielen, auf die nächste Stufe und den Ball oben wieder catchen. Das ist schon echt schwer. Okay, das war schon mal etwas besser. Ich kann mir halt noch mal mehr Zeit sparen, indem ich den Ball nicht so hoch spiele. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall angewöhnen. Mit Wand zählt natürlich nicht, Freunde. Das Ganze 20 Stufen durchzuziehen ist schon krass und hier haben wir ja nur 13. Man muss natürlich für das Ganze bedenken, Toni Kroos hatte nur 3 Versuche und ich habe hier jetzt schon deutlich mehr als 3 gebraucht. Ich schieße mir den Ball einfach immer selber gegens Bein. Ah. Das ist so anstrengend. Vor allem, wenn man die Treppe am Ende nicht mehr sieht und richtig weit oben ist, dann wird man so aufgeregt. Ich bin natürlich auch noch viel zu langsam, also wir müssen uns auf jeden Fall steigern. Uns haben nur noch 2 Stufen gefehlt. Wir kommen der Sache immer näher. Let's go, Leute. Jetzt gleich schaffen wir es. Der zählt natürlich nicht. Eine Stufe übersprungen. Das Problem ist natürlich, man sieht hinter sich nicht, wie viele Stufen noch kommen und man sieht einfach nicht, wann man oben ist.
Ja, Freunde. Ja, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Leider haben wir den Trick am Ende gefailt. Deswegen würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Aber wir schauen am Ende mal, ob ich in diesem Clip schneller als Toni Kroos war. Real Talk, ich glaube nicht, dass Toni Kroos das vorher trainiert hat, bevor er das gemacht hat. Nein, Freunde, ich war so schnell oben. Ja. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Ja. Respekt an Toni Kroos. Ich glaube nicht, dass der das, bevor er das gemacht hat, in der Show trainiert hat. Ich hätte gesagt, wir schauen uns daheim an, wer schneller war. Also, zu Hause angekommen. Ich packe gleich mal die Clips nebeneinander und dann schauen wir mal, wer schneller war. Ja gut, ihr habt es gesehen, am Ende war ich 20, 30 Millisekunden oder so schneller, aber Toni Kroos hatte in der Live-Show nur 3 Versuche, deswegen kriegt er auf jeden Fall den Punkt. Toni, da muss ich mich geschlagen geben, du hast gewonnen. Lasst mich gerne wissen, was ich als nächstes machen soll, ich habe einiges vor. Und schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, das Video zu liken, ein Follow dazulassen. Und da hätte ich gesagt, danke fürs Einschalten, wir sehen uns nächstes Mal.